Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unravel. Wir sind immer noch hier im sechsten Level, war es, glaube ich. Ja. Und sind ja im letzten Part ein bisschen abgekackt. Au, aber ich sehe schön, dass gespeichert wird, dass man das Ding da unten reingeworfen hat. Sehr positiv, freut mich. Und ich habe jetzt eine Idee, wie es hier oben weitergehen könnte, denn ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Da drüben ist nochmal so ein rotes Ding und ich versuche mal da drüber hinzuschwingen. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht gehe ich aber auch drauf. Schauen wir mal. Aha, es klappt tatsächlich. Jetzt schnell in Sicherheit bringen, denn das wird der Scheiß darunter. Klappt also tatsächlich. Okay. Ja, hau mal ab, würde ich sagen. Oh, aber nicht darunter, du Idiot. Boah. Ist der irre. Boah, wie kommen wir da hin? Hier oder was? Boah. Ja, warte. Das krieg... Nein. Noch nicht schon wieder. Ach, der kratzt so schnell ab in dem Spiel. Das ist unglaublich. Ja, komm. Stell die Netze an hier, mein Freund. So, also, jetzt machen wir es nochmal gescheit. Ja, was soll ich denn machen, wenn diese scheiß Dingens da ganz drüben rumgammelt? Ich kann das doch nicht herzaubern. Ja, sieht er, das ist ganz rechts. Wie soll ich denn da drauf kommen? Boah, aber gerade so. So, jetzt machen wir das hier nämlich nochmal. Also, das hat ja gut funktioniert hier, ne? Das Rumschwingen. Deswegen probieren wir das gleich nochmal. Okay. Nein, warum denn? Hä, da ging es doch vorhin weiter. Ach Mann. Ja, nur weil ich mir dieses scheiß Secret holen wollte. Ich glaube, ich lasse es da einfach flacken. Also ich werde es, glaube ich, nochmal probieren, weil eigentlich kann man da nicht so schnell stellen. Nein, hin und her, nicht hoch und runter. Hoch und runter bringt nichts. So, auf ein neues. So, aber das ist ja hier das Rätsel der Lösung. Also das ist ja quasi das, was boah, schwierig ist. Der Rest ist ja einfach nur ja, ein bisschen hin und her jumpen und dann hat sich das eigentlich. So. So, und hier müssen wir halt relativ weit nach unten, aber halt schauen, dass wir nicht zu weit unten sind. Okay, aber auch nicht so weit unten, dass wir auf diesen Stein abprallen. Ist so noch okay hier. Ach egal, scheiß drauf, ey. Fuck dies. Ja, es bringt mir halt eh nichts, wenn ich das sammle, weil ich das Spiel ja nicht zu 100% spiele, von daher. Wenn ihr wissen wollt, wie man das kriegt, schaut in irgendein Guide nach. Gibt's ja genug wahrscheinlich. Oh, die Musik wird richtig bedrohlich jetzt. Tonlage geändert. Ja, seht ihr? Hat sich ein bisschen geändert. So, was geht jetzt hier ab? Jetzt muss ich wahrscheinlich so einen Stein mitnehmen, wa? Ja, chill doch mal dein Leben, Alter. Ja. Oh, boah, Alter. Jetzt aber los hier. Okay, nochmal. Aber hier ist ja direkt ein Checkpoint. Seht ihr, so ist es super. Jetzt kann ich das heute nicht probieren, muss ich es nochmal machen. Ja. Kommt der ganze Berg hier an, oder was? Ja. Okay, ja, ich dachte, irgendwann ist das Becken... ist das Becken vielleicht voll und danach, kann ich auf dem letzten Stein stehen bleiben. Aber es ist nicht so. Wir müssen tatsächlich... schauen, dass wir... Alter, das ist voll schwierig. So, den dicken müssen wir nutzen. Den dicken müssen wir nutzen und dann müssen wir auf den dicken rübergehen.
anspruchsvolles Level hier, ja, also... Ich meine jetzt Gameplay-mäßig, ja, also ich glaube schon an den Stellen, wo man jetzt hier nicht mehr einfach nur durchjumpen konnte, sondern wo man auch wirklich mal ein bisschen Skill haben muss. So, was ist das jetzt hier? Ja, Alter! Ist klar. Ja, ich dachte schon, ich wäre schon wieder gestorben. Wäre typisch. So, ist der Blatt noch rein? Lass mal's bleiben, Alter. Kein Bock, das nochmal zu machen. Lass mal's bleiben. Komm. Gib mir einen Checkpoint, dann ist gut hier. Ich habe irgendwas klimpern gehört. Was war das? Mhm. Eine Batterie oder was? Und ein Knopf. Okay, wahrscheinlich müssen wir die Batterie irgendwie nutzen, um Strom anzuschließen. Ah ne, einfach nur um hochzukommen. Jetzt kommen hier noch Stromkomponenten ins Spiel oder was? Ja, tatsächlich. Tatsächlich, du. So, jetzt kann ich da nicht irgendwas... Nee. Kann ich das da festmachen? Mhm. Und hier? Mhm. Jetzt kann ich da hoch, richtig? Hahaha, jetzt muss ich den Stecker einstecken, oder was? Alles klar. So, da komme ich jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite einfach runter, von daher kann man sich das sparen. Aber wo geht's dann da oben lang? Irgendwo, what the fuck? Ah, danke schön. Bam, okay. Aua, aua, aua. Das ist aber nicht nett. Och nö, nicht schon wieder alles von Anfang. Och man. Die Checkpoints sind so scheiße. Ach. Ist doch kacke, Mann. Warum setzt man da kein Checkpoint? So, jetzt machen wir den Generator an. Also, nochmal das Spielchen da hoch. Strom ein. So, also das hier ist nur, um auf die andere Seite zu kommen, ne? Hä? Okay, das stampft so komisch rum. Gehen wir nochmal rüber. Also ich hätte jetzt ja gedacht, wir brauchen diese komische Strombox da, aber die scheint es ja nicht zu sein, ne? So. Wozu ist das denn hier da? Nobody knows. Don't know, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sieht so aus, als ob man das drehen kann, aber man kann es halt irgendwie nicht drehen. Ne? Ist hier alles miteinander verknotet gerade, das ist nicht so geil. Muss die Brücke wieder herstellen und da oben ein bisschen was lose zu machen. Hä? So, also hier oben nicht festmachen.
Also der Stecker hat es auch eingeschaltet, oder was? Hm, also ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, was hier angesagt ist. Ich meine, es ist doch schön und gut, dass ich da rüberkomme. Ey Junge, übertreib doch mal nicht mal dein Leben da. Sobald ihr da minimal berührt, kratzt ihr sofort ab. Ich bin eher aus Wolle, Alter. Es juckt mich eigentlich nicht, ob da scheiß Strom ist oder nicht. Wie gesagt, ich bin halt aus Wolle, wa? Und Wolle ist eigentlich... ja, resistent gegenüber Strom, so, ne? Also ich kann ja das Ding da drauf schieben. Aber Problem ist halt, ich komme dann nirgendwie, ich komme da halt nicht wieder hoch, weißt du? Jawohl, ja, bin auch behindert. Eigentlich können wir ja das Ding... ja, warte mal, jetzt habe ich einen Plan. Ja, ich weiß, hat lange gedauert. Tut mir leid. So. Aber ich habe nicht dran gedacht, ja, also wir können ja hier unsere Brücke machen und so. Und das schon mal alles aktivieren, ist ja alles schön und gut. Aber den Hebel können wir auch wieder nach oben machen, richtig? Oder müssen wir den aktivieren? So, jetzt kann ich nämlich gleich das Ding machen da. What? Ich kann da hoch? Okay, damals habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh, da ist ein Secret. Da ist ein Secret, das nehme ich auch gerne. Ja, warte mal. Habe ich es jetzt verkackt? Ich komme da nicht mehr hoch. Lol, als ob man da nur einen einzigen Versuch hat. Ist ja richtiger Scheiß. Oh, bist du irre, Mann. So, jetzt haben wir das schon mal frei gemacht hier. Jetzt muss ich den Hebel irgendwie wieder nach oben kriegen. Wie machen wir das? Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ah. Kann ich mich über das Ding da hochschwingen? Also ich muss irgendwie diesen Hebel wieder deaktivieren. Ich weiß halt nicht, wie das geht. Oder halt den Stecker ausmachen. Das reicht ja auch schon. Oder? Reicht es? Stecker müsste doch auch reichen. Schauen wir doch mal, ob der Stecker auch reicht. Ne, du sollst bitte... ne, 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 nee, lieber ganz weg. Und ist jetzt weg? Ja, jetzt ist weg. Sehr schön. Jetzt können wir die Kiste rüberschieben. Auf den Knopf. Dann können wir uns rüberschwingen. Alter, richtig tricky hier. Und dann können wir einen Stecker reinmachen. Aber cool, gefällt mir das Rätselchen. Das war doch ganz nice gemacht. So, und trotzdem muss ich immer noch richtig timen, dass ich da durchkomme, ja. So, jetzt lass mich mal bitte hier runter. Wahrscheinlich ist da oben sogar auch nochmal ein Secret. Ich habe jetzt einen Checkpoint. Ich kann nachschauen, da. Ja? Ich habe einen Checkpoint. Okay, plötzlich klappt das Ding nicht mehr. Ist schon klar, Mann. So, oder? Das ist... nee, ich komme da nicht drauf. Okay, ja, hätte sein können, dass man dann nach oben fahren muss und dann wäre da irgendwas. Man weiß ja nie, ne? Gut, Ede, wo sind wir jetzt? Okay, wir haben eine Brücke. Da ist noch ein Secret. Also ich glaube, ich habe sogar alle Zahnräder gesehen.
Okay, was macht der da? Sieht so aus, als ob du in irgendeinen Blasrohr reinblasen würde oder sowas. Keine Ahnung, ich erkenne es nicht genau. Gleiches Spielchen wie immer, schätze ich. Okay, das kann ich bewegen. Nee, schon festmachen hier. So, das Teil geht mir ein bisschen auf den Sack. Das machen wir mal weg. Brauche ich das überhaupt? Ja, brauche ich. Ja, war klar, dass man das braucht. Ich meine, sonst wäre es ein bisschen zu leicht gewesen. Okay, wie kann ich das Ding hier bewegen? Hä? Ich habe das doch irgendwie bewegt. Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich das denn bewegt? Hey, das hat sich doch vorhin irgendwie bewegt. Ich kann machen, was ich will. Das Teil juckt es nicht. Aber Hauptsache mein Wollestück ist da irgendwie reingefressen, oder was? Das ist auch richtig komisch einfach. Mann, ich will zurück, ich will mich umbringen. Ich will nochmal neu starten. Ich glaube, da ist irgendwas komisch. Also so leicht geht das Stück zu sammeln. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so leicht ist. Ja gut, dafür ist das hier. Keine Ahnung, wie komme ich denn da? Ich krieg dieses Ding nicht weg, ja? Ich krieg's nicht weg. Das liegt hier im Weg rum. Ja. Ja, scheiß auf das Ding. Lass einfach nochmal eine Brücke machen. Das juckt mich ja eigentlich nicht, wa? So. Jetzt mach's fest, Mann. So. Jetzt schnapp mal so einen Helm und gehen einfach so hoch, ey. Fuck das. Habe ich das Gefühl, dass das Ding ein bisschen rumgebuggt hat oder rumbuggt immer noch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube jedenfalls nicht, dass das so gewollt ist. So, jetzt müssen wir es einfach nur da hochbringen. Das hat man ja auch schon mal. Okay, nicht runterwerfen, bitte. Wir brauchen das noch. Ja, danke schön. Perfekt. Ja. Keine Ahnung, was mit dem Ding da los war. Ich meine, werde hier aber noch kurz die ganzen Sachen aber jeweils losmachen, dass ich halt mehr Wolle habe. Weil sonst ist das ein bisschen Mangelware. So, hallo ist da. Jetzt ist halt nur dieser komische... Nö, ich habe jetzt eigentlich optimalen Wolleverbrauch, ne? Ja, keine Ahnung, ob das so gewollt war. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es geschafft habe. Von daher juckt mich das eigentlich nicht. Yay! Und da haben wir den nächsten Abschnitt geschafft. Okay. Was geht jetzt ab? Boah, Musik wird wieder bedrohlich. Okay, was haben wir? Eine Kiste. Und einen Spaten, wo ich nicht hoch kann. Kann ich denn das Ding mitnehmen? Tatsächlich kann ich das, okay. Also, komisch, dass ich jetzt so eine riesige Kiste einfach schleppen kann. Das ist eigentlich unlogisch im Vergleich zu den restlichen Gegenständen, die ich nicht tragen kann. Ja. Na gut, das schauen wir doch mal. Was ist hier angesagt? Also, ich glaube, ich muss da irgendwie diesen Hebel aktivieren in diesem Lokführer-Depot oder was das auch mal ist. Musik ist immer noch episch, Alter. Übelst nice. So, jetzt muss ich hier eine Brücke bauen. Und dann da hochspringen, richtig? Ah, das geht schon mal. So, und jetzt da oben ist was. Okay, und jetzt? Noch höher. Das ist ja ein Kran, glaube ich, wa?
Ist schon klar, einfach. Kann ich gleich den Kran steuern, oder was? Jetzt erstmal da reinkommen. Ja gut, da reinkommen ist ja leicht. Das machen wir einfach so hier. Zack. Und so. Hm. Ah, Sitz aufklappen. Und jetzt... Ah ne, ich kann nur diesen Kramarm bewegen. Naja, auch was. Okay, der macht mir ein bisschen den Weg frei. So, jetzt muss ich den Kranarm doch wieder zurücklegen. Weil doch jetzt der scheiß Kran im Weg ist, oder? Okay. Kann ich gar nicht, also scheint wahrscheinlich egal zu sein. So, da hinten ist bestimmt das letzte Secret, oder? Es gibt ja immer 5 Stück. Okay, nee, ist es nicht. Also wir haben 1 ausgelassen, ne 2. Und ja, kann sein, dass ich sogar alle gesehen habe. Ja, beim einen musste man sich glaube ich einfach nur dahin schwingen. Da habe ich nur irgendwann keinen Bock gehabt, weil ich da nicht immer alles von vorne machen wollte, falls ich darauf gehen. Ne, wer will das schon? Ja, genau, das ist doch hier der Kran-Shit im Weg. Okay, aber der stört nicht. Gut, der ist nicht hoch genug. Ja, dann ist egal, ne? So nice. Okay. Ich habe fast keine Wolle mehr. Das könnte ein Problem werden, wenn es nicht bald ein Checkpoint kommt. Okay, ich bin am Ende, glaube ich. Ja, ich habe es geschafft. Hey, ist am Ende, war es richtig unnötig, da gerade an diesen rumspringen. Den. No, verpiss dich, Mann. Komischer Rabe, ey. No, als ob das wegnimmt, ey. Boah, voll böse hier, was geht denn ab? Endboss. Endboss wird der Rabe sein, oder was? Vernarbte Erde. Finde das 6. fehlende Stück. Ja, ich hab's noch nicht gefunden, wa? Zwei von 5 Geheimnissen. Und 2 haben wir gesehen, also 1 haben wir übersehen. Okay. Ja, das war anscheinend so, wenn ich mir das Zeichen hier anschaue, irgendwas, das war ein bisschen radioaktiver, wa? Boah, gut, dass wir da abgehauen sind. So, aber das war's. War's von dem Part? Gute Frage. Ja, das war's von dem Part. Ich glaube, perfekt zu Ende. Wir können auch mal ganz kurz schauen, ob wir noch was zum Watchen haben. Kann ich da jetzt eigentlich reingehen? Nee. Also ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Ich weiß wirklich nicht. Aber in der Auswahl hier habe ich jetzt nicht mehr so viel gesehen, muss ich sagen. Also jetzt da vorne halt noch ein Level. Und dann halt hier noch so ein bisschen was. Naja, das haben wir ja schon alles gesehen hier. Das Meer, das Bärenmoor. Das ist ja nichts Neues. Ah, da oben hat es noch was. Ah ne, Bergwanderung hatten wir auch schon. Ist das jetzt schon das letzte Level im nächsten Part? Dann wäre das Spiel aber echt kurz. Glaube ich nicht. So, und ja, ihr seht schon, das Erinnerungsstück fehlt auch hier auf der Dingens drauf, ne? Also wir haben das nicht gefunden. Beziehungsweise vorher das uns halt weggenommen. Was steht denn dazu? Unten im Loch. Sie gehen an... Ach, sie geben an, unsere Retter zu sein. Und dass wir ohne sie verhungern werden. Unsere Kinder... brauchen Arbeit, aber die Versprechen dieser Leute ergeben keinen Sinn. Wie kann man etwas retten, indem man es zerstört? Ah, okay, die haben also, okay, die haben Wald gerodet. Und da ist eine Demonstration am Laufen. Okay, ja.
Da hängt es, das Erinnerungsstück. Okay, ja, verstehe ich, was damit kritisiert werden soll. Coole Sache. Also, ja, Thema an sich ist natürlich nicht cool, aber ich finde cool, dass man solche Sachen anspricht. Gut, aber das war es jetzt wirklich von dem Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zu Unravel, zum vielleicht letzten Level. Ich habe keine Ahnung. Würde mich wundern, aber wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.